Gerüchte über Hacker lest ihr genug, bei uns gibt es Fakten. Das Insider-Magazin Security Affairs hat zahlreiche bekannte Hacker, darunter Russen, interviewt. Hier die wichtigsten Fakten über Hacker, direkt aus der Szene. Es gibt tatsächlich Jugendliche, die dem Image des Hackers entsprechen. Die führenden Hacker sind aber Experten in mehreren Programmier- und Skriptsprachen, und das muss man erst einmal werden. So existieren viele Hacker mittleren Alters, die auch schon länger ein Geschäft aus ihrer Tätigkeit gemacht haben. Um Hacker zu werden, braucht man viel Programmierkenntnisse, jedoch nicht viel Geld. Denn die meisten der aktuell von Hackern verwendeten Software wie Metasploit, SQL, Map, Hydra oder Hashcat sind kostenlos. Auch die berühmten Hacks dieses Jahres von Clinton oder der Anti-Doping-Agentur WADA wurden mit solcher Gratis-Software bewerkstelligt. Mehrere Hacker wurden befragt, ob sie Attacken auf Infrastruktur wie das Strom-, Telefon- oder Handynetz, die man aus Filmen kennt, für möglich halten, und alle tun es. Fast alle interviewten Hacker waren beteiligt an Op-ISIS gegen den Islamischen Staat. Sie fand statt nach dem Terroranschlag von Paris und brachte Websites und Accounts in sozialen Medien zum Zusammenbruch. Die Waffe eines Hackers ist ein Wegwerfhandy für umgerechnet 10 Euro. Beim Kauf benötigt man keine realen Daten, ganz im Gegensatz zur Registrierung bei einem Smartphone, das viele Hacker aus Sicherheitsgründen überhaupt nicht besitzen. Und nach dem Hack wirft man das Billig-Handy weg. Über Hintergründe zum WADA-Hack findet ihr oben unter dem Link weitere Infos. Abonniert unseren Channel, um nichts zu verpassen.